Guten Morgen, ihr Lieben. So, heute fängt das Video mal im Auto an. Morgens. Und das ist sozusagen aus dem Leben eines Floristen. Das ist der Floristenalltag. Ich muss mal wieder einkaufen gehen und nach Muttertag sind die Blumen alle. Wir brauchen Schnittblumen, wir brauchen Pflanzen, wir brauchen ganz viele Sachen. Und früh am Morgen, ja, ich muss zweimal die Woche in den Großmarkt fahren. Es ist früh am Morgen und meine Tage, das kommt ja im Video nicht so raus, meine Tage gehen also von früh morgens, wo ich dann auf den Großmarkt fahre und die Sachen einkaufe und die Blumen werden angeschnitten, bis der Ladentag ist. Und abends wird dann oft auch noch Schreibtisch gemacht und Buchhaltung. Also die Tage sind unglaublich lange und bestehen tatsächlich nicht nur aus Sträußebinden, das was eigentlich die Kunden sehen, oder auch das Erstellen von den Arbeiten ist ja das, was ich euch immer so zeige. Da steckt wirklich noch viel, viel mehr dahinter und auch die Vasen sauber machen, ja. Und also wir haben wirklich rund um die Uhr sehr viel zu tun und ich spreche ja auch selten über solche Themen meiner Branche, weil wir sind auch immer weniger Floristen und ich verstehe das natürlich auch, weil es gibt in der Tat nicht so viele Leute, die diese anstrengende Arbeit machen wollen. Und ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass es letzte Woche kein Video gab. Ja, wir waren auch komplett unter Wasser und ich hatte nicht mal Zeit, die schönen Sträuße, die jeweils rausgingen, zu fotografieren. Ich gucke mal, ob ich noch ein oder zwei schöne Fotos finde. Wir haben auch Straußbestellungen auch von unseren Stammkunden tatsächlich ablehnen müssen. Und das ist natürlich immer so eine Entscheidung, die man da treffen muss als Inhaber. Ich habe wirklich ein kleines Blumengeschäft. Wir sind ein kleines Team und ich möchte auch gar nicht größer werden und habe auch gestern mit einer Kundin mich noch unterhalten. Wir wollen weder größere Räume, weil diese tollen Räume mit dem Fachwerk, die liebe ich heiß und innig, noch wollen wir mehr Mitarbeiter. Also wir haben auch seit Corona die Öffnungszeit ein bisschen eingeschränkt. Also wir wollen kein großes Team, wir wollen keine großen Räume und wir wollen diesen kleinen persönlichen Laden genauso in diesem Umfang beibehalten. Und tatsächlich ist es dann wirklich auch manchmal so, dass an so Tagen wie Muttertag oder Ostern oder Weihnachten und das an solchen Spitzentagen, dass wir eben auch nicht alle Bestellungen annehmen können. Und ich glaube, dann ist es eben so. Ja, es gibt nur, und mein Auto ist zwar jetzt ein großes, also ein langes, großes Auto. Ich habe diesen Caddy Maxi, in dem wir jetzt hier filmen. Aber auch dieses Auto fasst natürlich nicht unendlich viel Ware. Und deswegen nehme ich euch heute Morgen mal mit und zeige euch mal so ein paar Ausschnitte vom Großmarkt, dass ihr mal seht, wie das morgens so abgeht. Ist vielleicht auch mal ganz interessant. Also es ist tatsächlich wirklich aus dem Leben eines Floristen. Und das ist jetzt einfach so die Einleitung. Und ich bin kein Frühaufsteher. Im Gegenteil, ich bin wirklich eigentlich ein Langschläfer. Aber es ist alternativlos. Ich muss einfach so früh raus. Und sobald ich dann auch mal im Auto sitze, ist es auch okay. Und wenn ich wach bin, nur das Aufstehen morgens. Der erste Schwung aus dem Bett, der ist immer ziemlich eklig. Ja, aber jetzt fahre ich dann erstmal gemütlich zum Großmarkt, habe hier meine Kaffeetasse und oh, es ist grün, ich muss wieder weiter, nicht zu viel labern, habe heute mal meinen Kameramann im Auto und habe gedacht, ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen aus meinem Leben am frühen Morgen. Aber wir fahren jetzt zum Großmarkt und dann geht es am Auto weiter und ich zeige euch auch so ein bisschen was von dem Angebot. Ja, dann bis gleich im Großmarkt. So, wir nähern uns jetzt dem Großmarkt. Ich halte schon hier meinen Ausweis gezückt. Wir kommen hier also tatsächlich nur mit Ausweis rein. Ich finde, das ist auch super so, weil das muss nämlich zum Schutz der Floristen. Ah, heute wird auch sogar noch kontrolliert. Das ist natürlich großartig. So, das ist natürlich zum Schutz der Floristen wichtig. Und hier gucken die Mitarbeiter extra, ob alle einen Ausweis haben. An der Schranke, so muss man sich natürlich auch mit dem Ausweis hier
einloggen und rein geht's. Und wir müssen dann gleich erstmal einparken und einen Wagen suchen. Ach, hier ist ja auch ein Parkplatz. Ist ja wunderbar. Den nehme ich doch sofort. So. Der Spaß kann losgehen. Mal gucken, ob ich den abkriege. Super. So, also man sieht hier, normalerweise ist die Halle hier mit lauter Einkaufswegen voll. Die haben hier also diese drei Etagen. Heute ist es der letzte, weil es ist heute der Freitag nach dem Feiertag. Und es ist nicht nur der Kampf um die Blumen, es ist auch der Kampf um die Wegen. Wir sind also schon froh, wenn wir dann unsere Sachen alle bekommen. Manche Kunden meinen ja, es gibt immer alles. Und leider ist es nicht so. Entschuldigung, vor lauter Bubble war ich hier gucken. Unsere Pfandkisten, da kommen dann die Blumen rein und die bleiben immer schön im Umlauf. Pfand, weil natürlich gibt es dann wieder das Pfand zurück und ich löse die neuen ein. So, ich habe meinen Wagen vollgeladen und hier drin kann man in der Tat Stunden verbringen. Aber ich gucke jetzt, dass ich mal so langsam Land gewinne. Und man sieht hier im Hintergrund, wie also mein Wagen voll beladen ist. So, gleich werde ich mal dann im Auto noch ausladen. Und es wird auch Zeit, in den Laden zu kommen, weil auch wir öffnen ja dann, wir müssen die Blumen ausladen, wir müssen die anschneiden. Und die müssen natürlich auch in der schönen Form präsentiert werden den Kunden und ich zeige euch gleich nochmal, was ich alles Schönes auf meinem Einkaufswagen geladen habe. So, kleinen Augenblick. Also da gibt es ganz tolle Dipladenien, die sind wunderschön, die blühen bis zum Frost. Da gibt es ein ganz tolles Video, das ich gemacht habe, wie man die in den Kasten pflanzt. Ein Sommerkasten, da verlinke ich euch nochmal das Video dazu. So, dann habe ich ganz tolle, man sieht im Hintergrund schon mein Auto, das wartet aufs Laden. Da habe ich hier einen schönen Efeu mit diesen zweifarbigen Blättern, ein Baum. Es wappelt hier, alle rollen. Und ja, dann gibt es noch diese schönen, diese etwas größeren Dipladenien. Hier, ich nehme es mal raus, damit man es gut sieht. Die haben jetzt also ein bisschen größeren Topf und sind aufrecht. Schöner Lavendel. Lavendel ist auch immer toll. Dann eine ganz tolle schwarzäugige Susanne. Man muss das immer mal ein bisschen sehen. In Relation zu mir, dann sieht man auch, wie hoch die Blumen sind, die Pflanzen. Das ist echt der Hammer. Und dann, so, ich habe jetzt die Kamera mal umgedreht. Ich habe sehr schöne rosane Geranien.
Das ist also alles diese Gärtnerqualität, die wir hier haben im Großmarkt. Das nennt sich auch Ich bin von hier. Das ist die Qualitätsmarke vom Großmarkt. Hortensien von unserem ganz tollen Hortensienanbieter. Bienenfreundliche Pflanzen sind diese Wandelröschen, die auch Sonne lieben und die so viele Knospen haben. Das ist also richtig gut gezogene Ware, die eben nicht mit Wachstumsbeschleuniger und auf Billigproduktion gezogen ist. Und das kaufe ich dann sehr gern. Diese Buntnesseln, die liebe ich mit ihrem schönen Rand. Das ist ein Traum. Die Geranien natürlich auch nochmal. Und Tagetes auch bienenfreundlich. Ein paar Schnittblumen brauchen wir natürlich auch. Rosen. Ich habe auch eine Kiste Schnittblumen. Und was in der Sonne wunderschön blüht, sind diese Schneeflöckchen. Das ist eine weiße Euphorbie. Und der Lavendel natürlich. So, das ist jetzt mein Wagen. Zweimal Lavendel. Sieht also, das ist jetzt schon mit Pflanzen eine normale Ladung, aber ich muss trotzdem noch mal zu einem anderen Anbieter und muss noch Erde und Hydrokulturkugeln holen. Also, es gibt also viel zu tun und viel zu laden und da wollen wir hin, Flowerstyle, packen wir es also an. So, meine letzte Station ist jetzt tatsächlich die Erde und damit es sich lohnt, habe ich natürlich auch richtig große Säcke geholt mit 70 Litern, hier steht's. Die sind also richtig schön schwer und groß und habe mir auch noch mal ein paar tolle Handschuhe, so richtig schöne, dünne, mit denen man schön graben kann und welche, wo man im Winter, dass die Hände nicht so schnell kalt sind. Und jetzt habe ich die ehrenvolle Aufgabe, die irgendwie noch hier in dieses Auto reinzubasteln, weil hier ist alles pickepacke voll. Und nicht nur, das muss ich ja drum rumlaufen, so, man sieht also hier sämtliche Topfpflanzen und es reicht ja nicht, dass alles hinten drin ist. Die Schnittblumen sind übrigens drunter, auch der Beifahrersitz, der ist also schön voll. Und ganz unten drunter, nee, das sieht man hier gar nicht mehr, sind also meine Schnittblumen auch noch in den Kisten. Aber ja, ich werde mich jetzt mal durchkämpfen und gucken, wo ich diese Erde am besten nochmal hier versenken kann. So, geschafft, alles gut gestapelt. Ich bediene mich öfters eines kleinen Tricks und zwar, ich nehme solche schönen Anti-Rutschmatten und dann rutscht mir auch auf der Erde rutschen auch die Kisten nicht rum. Und es wird jetzt Zeit, dass ich hier wegkomme und dass ich auch endlich auf die Autobahn komme und ab in den Laden. Nach der Ankunft im Laden herrscht hier reges Treiben und wir versuchen ja natürlich immer die Sachen schön zu gruppieren und toll anzuordnen. Hier sieht man auch also, wie malerisch diese Buntnesseln aussehen, in einem Weidenring gepflanzt. Lavendel in diesen Körben mit dieser schönen, ja, dicken Flechtung, die so toll wetterfest ist und robust, der gehört ja zu meinen absoluten Lieblingen. Und am liebsten noch mit einem Efeu, der so rausläuft. Dieser wunderschöne weiß-grüne Efeu, herrlich. So, jetzt wird also alles hier schön eingestellt und diese einfachen Holzkästchen, die kleiden wir einfach mit einem hübschen Papier aus. Und hier sind die fleißigen Hände der Kollegin. Dann kommt eine Folie drauf und dann bleibt das Papier auch schön und dann wird diese Efeu hier schön eingestellt, dass das alles so richtig schön zum Mitnehmen aussieht. Also das sind alles die Tätigkeiten, die wir so machen nach einem Markttag. Da seht ihr auch, wie es im Laden weitergeht. Also es sind wirklich viele fleißige Hände vonnöten, dass das dann draußen so aussieht, wenn die Kunden kommen. Das war es jetzt eigentlich schon zum Thema Pflanzen. So sieht das dann aus, wenn wir das alles so wunderbar arrangiert haben. Und wenn die Kunden jetzt kommen, dann ist es also ein Träumchen, die Pflanzen schön schräg gestellt, damit die auch gut gesehen werden können. Und jetzt geht es dann weiter natürlich drinnen. Hier ist auch unser wunderschöner Holzstapel. Gibt es auch ein tolles Video dazu, wo ich noch einen Link mache. Und jetzt geht es tatsächlich auch drinnen dann weiter natürlich mit den Schnittblumen. Aber das Thema Schnittblumen, das kommt dann an einem anderen Tag. Und ich hoffe, dass euch der Rundgang im Großmarkt und der kleine Eindruck gefallen hat. Und mehr gibt es natürlich dann wieder im nächsten Video. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Das ist ganz wichtig, dass ihr auch an die Videos erinnert werdet. Und ich freue mich auch total über die vielen Kommentare und wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Tag und viel Freude beim Angucken, beim Nachmachen, beim Gestalten. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!